Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute der ultimative Test, ob wir bis nach ganz oben kommen. 2000 Höhenmeter und vielleicht noch höher. Ja, und das am Stück. Und ja, die Grenze ist irgendwas sowas zwischen 1500, würde ich behaupten. Und eben, wenn man richtig sparsam fährt, schauen wir mal, was so geht. Wir haben 750 Wattstunden on board. Akku. Bikes kennt ihr ja schon. Und ja, die sind mittlerweile 1,5 Jahre alt, also da kann man auch nicht mehr sagen, dass wir irgendwie nagelneu und deswegen klappt's. Und deswegen wollen wir heute mal testen, ob wir ja die gewünschte Höhe noch immer erreichen können und welche Stufe es so erlaubt. Ich habe gerade angeschaltet, von 100% hat es jetzt auf 99 runter radiert. Die Hitze ist groß, deswegen fahren wir auch mit den E-Bikes. Und ja, jetzt wollen wir hoffen, dass die restlichen Prozente ein bisschen länger halten, weil sonst geht's wohl nur zum Pizza essen. So, wir kommen jetzt gerade von der Hochzeit und haben hier so einen kleinen Zwischenspurt. Wir verraten noch nicht, wo wir sind. Und sitzen seit der Transalp das erste Mal wieder auf den Rädern. Und zumindest was bergauf angeht. Also das ist natürlich im Flachen so ein bisschen, da rollt man ja immer. Ja, fühlt sich krass an. Es ist natürlich jetzt auch schon Nachmittag und hat so mindestens 36 Grad, was wir aus den Autotemperaturmessern der letzten Tage gesehen haben. Und es fühlt sich echt, echt verrückt an. Weil bei der Transalp war es ja auch heiß. Aber da ist man schon besser eingerollt gewesen. Da hat es mir nicht so viel ausgemacht. Gerade eben kriege ich gefühlt sogar Schwerluft. Ja, das ist echt hart. Aber mal sehen, was der Tag so heute noch bringt. Ja, wir fahren natürlich auf Eco, weil später geht es dann auch noch auf die Schotterstraße. Und die letzten 350 Höhenmeter Schwelberg auf. Und da müssen wir noch ein bisschen sparen, dass wir dann auch noch Tour- oder gar Sportmodus verwenden können. Wir fahren nur auf Sparflamme. Wir haben auch den Luftdruck von den Reifen geprüft und geschaut, dass genug Luft drin ist. Kette sauber gemacht, gut geölt, alle Faktoren berücksichtigt. Ja, soll ja auch funktionieren halt. Die ersten 1000 Höhenmeter haben wir jetzt schon hinter uns. Und du hast noch, wie viel hast du? 72. Ich habe noch 74% Akku. Und wie wir es geschafft haben, mit so wenig Akku 1000 Höhenmeter zu treten, verraten wir euch natürlich noch im Verlauf des Videos. Aber lasst euch gesagt sein, das war jetzt erstmal der einfachere Teil. Oben raus haben wir dann steilere Passagen und auch noch einiges an Trail, was wir bewältigen müssen. Also sind wir mal froh, dass wir noch gut Reserve haben, weil ja, besser zu viel Strom als zu wenig. Wenn man mit ich habe gefastet und deswegen ist der Akku noch so voll, weil ich so viel abgenommen habe. Ja, ja. Träumen weiter. Hast du gerade meine Wampi gefilmt? Würde ich nie tun. Wir haben Gäste aus Neuseeland. We can say to you guys hello. Hi. And to the brother in Berlin. Yes. Lives in Berlin. Yeah. Yeah. Cool. Hi Wilhelm. Mittlerweile circa 1400 Höhenmeter. Roundabout, ja. Wie viel hast du? Ich habe 64. Ich habe 66. Ja, nach wie vor, wir sind jetzt alles Eco gefahren. Aber wie gesagt, das genaue Geheimnis, woran es liegt, kommt später. Richtig. Später. Uiuiui. Ab jetzt sind wir auf Schotter unterwegs. Uiuiui. Und deswegen haben wir jetzt auch auf den Tourmodus umgestellt. Ist das nicht der Schottermodus? Ja, das ist der Schottermodus. Also ihr seht, hier ist der Uphill tatsächlich schon ein bisschen schwieriger geworden. Und da empfiehlt sich halt dann schon ein stärkerer Modus, wenn es der Strom denn noch hergibt. Und ja, wir verraten euch später natürlich alles. Vielleicht wissen die einen oder anderen schon, auf welchem Berg wir gerade fahren. Ob du den Vierradzug schaltest, freilich, Allrad ist immer an. Ja, den Zweirad. Ah. Auf jeden Fall verraten wir euch später noch die komplette Strecke natürlich. Ihr könnt dann auch nachfahren, wenn ihr wollt. Und eben, wie wir das mit dem Energiehaushalt so managen. So, jetzt wissen sicher schon ein, zwei mehr, wo wir sind. Falls ihr es schon wisst, könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Später lösen wir es auf, also bitte nicht schummeln. Mega geilo. So, bei mir sind es jetzt 57% noch. Wir haben jetzt eben schon über 1600 Höhenmeter geschafft. Und noch knapp 400 werden es sein. Jetzt nur noch auf Trail. Wie viel hast du denn noch?
Also ich habe 64, Spaß, 54 und ja, läuft. Ja, jetzt geht's eben nur noch auf Trail rauf und jetzt werden wir uns so ein bisschen durchjonglieren, was wir eben brauchen, um möglichst viel fahren zu können, weil fahren macht mehr Spaß als schieben. Und was man ja dazu sagen muss, das sagen wir jetzt später. Ja, also später erfahrt ihr dann eben alles, wie wir das eingestellt haben, was wir genau gemacht haben und eben die genaue Strecke. Geil! Oh. Und? Zieh! Zieh! Sehr gut! So, hier müssen wir jetzt schieben, wie ihr seht. Und mit dieser Schiebefunktion ist es eigentlich mega geil, dass es leichter bergauf geht. Jetzt kann man auch wieder fahren. Das ist so ein bisschen ein Wechsel zwischen Schieben und Fahren hier rauf. Und noch haben wir immer noch über 50% Akku. Uphill läuft. Gut. Immer noch 47. 45. Juhu. Und hier sieht man den Gardasee, allerdings im typischen Nachmittagssmog. Ah ja, aber über das Wetter dürfen wir uns nicht beklagen diesmal. Nee, das definitiv nicht. Knallheiß und kein Gewitter in Sicht. Und wie viele Höhenmeter haben wir jetzt insgesamt so roundabout, Spatzler? Ja, noch ca. 100 hätte ich gesagt. Dementsprechend haben wir ca. 1900 bereits geschafft. Juhu! Läuft! Der Gipfel des Monte Altissimo. Und jetzt schauen wir, ob wir den See sehen können. Ach, hey. So, das ist jetzt der See. Der liegt leider in diesem Dunst. Da hinten ist Riva. Hier sieht man am besten, dass hier wirklich der See drunter ist. Und da hinten wäre dann Sirmione. Und das ist dann der Monte Baldo. Wie viel hast du? Ich weiß es nicht. 43. 43 und du? 42. Dann das nach 2000 Höhenmeter. Ich glaube, wir können sagen, dass die Akkus kaum bis gar nicht an Leistung verloren haben. Über die 1,5 Jahre. Das ist natürlich schon mal cool. Und ja, alles andere verraten wir euch dann unten. Aber wir können euch schon mal so weit sagen, wir können die, oder das kann jeder mit Brosemotor, die Prozente einstellen, wie viel welche Stufe unterstützen soll. Und unten lösen wir auf, wie wir die eingestellt haben, oder? Genau, so machen wir es. Altissimo, wir sind da sonst mal 601 runter. Auch sehr cool.
Aber wir schneiden dann natürlich wieder rüber. Hier kamen jetzt eben so ein paar Spitzkehren, die haben uns von drüben beim Hochfahren angelacht. Deswegen wollten wir den mal fahren. Und es ist halt immer cool mit ein bisschen Variation zum Hochfahren. Schaut, und da haben wir jetzt so die Runde gemacht, da wo die Sonne über den Kamm leuchtet. Also hier sind wir quasi hoch. Oben bei den Tafeln war dann der Gipfel. Und jetzt sind wir die Runde hier rüber. Mega geil. Und die haben den ganzen Trail hier irgendwo so ein bisschen rausgeschnitten. Ja, ne? Zum Glück. Einen kleinen Gegenanstieg, 80 Höhenmeter, und ich bin im Boost, weil wir haben jetzt ja noch genug Akku. Aber es ist eh steil genug, also gar nicht so verkehrt. Welchen Modus hast du? Tour. Ah, Nico fährt Tour. Krass, Sport. Okay, doch. Ich fahr Boost. Ja, da drüben sind wir wieder. Passt gut. Oh, krass. Ja, ja, bin da. Es ist noch gar nicht so spät, aber es ist spät genug, dass das Licht schon wieder super praktisch ist, weil man einfach ein paar Konturen herholen kann. Und ja, von dem her echt mega geil. Also das macht das E-Bike-Fahren so richtig cool. Wir mussten heute Vormittag noch ein bisschen was erledigen. Deswegen sind wir so spät unterwegs. Und ja, das reißt jetzt voll raus. Da drüben seht ihr jetzt, es lädt brutal, aber auf der GoPro ist es meistens nur so mini, denn echt sieht es immer so schön aus.
So, wir sind jetzt mal wieder am Coast Trail. Hier hättet ihr natürlich auch andere Möglichkeiten gehabt, unter anderem den Gull Trail, also Valle di Aoul, den Trail nach Navene. Ja, oder eben den hier. Und wenn ihr wandern wollt, dann noch den 601er. Wir haben alle anderen Trails auch auf unserem Kanal, also falls ihr das noch nicht kennt, dann kann ich euch das auf jeden Fall mal unter dem Video verlinken. Und ansonsten würden wir mit der Trailabfahrt dann hier enden, weil der ist ja altbekannt, wie gesagt. Wenn ihr den sehen wollt, dann unten den Link anklicken. Und bleibt aber unbedingt noch dran, weil nachher verraten wir dann noch, was wir da genau eingestellt haben, dass wir so viele Höhenmeter mit nur einem Akku schaffen können. Pizza und Tiramisu natürlich. Zeigen wir euch jetzt mal, was wir für magische Einstellungen vorgenommen haben, denn die lohnen sich durchaus. Wir haben 2070 Höhenmeter gemacht, das habe ich mittlerweile schon nachgeschaut. Lange auf System auf jeden Fall. Linke Taste. Gehen dann zu System, oder? Bestätigen jeweils mit links. Gehen dann zu persönliche Einstellungen mit links und können dann hier die ganzen Modi einstellen. Und für heute hatten wir den Eco auf 14%. Den Tourmodus haben wir auf 30%. Den Sportmodus auf 50%. Und den Boost haben wir unverändert auf 100%. So haben wir am Ende der Tour immer noch 28. Sprache Chinesisch einstellen. Du hast mehr diesmal, gell? 28. Ich habe nämlich dann ja oben geboostet. Nico, der Angeber, hat noch 33% behalten. Und weil wir das wahrscheinlich schon zu vielen empfohlen haben, das Alporto, müssen wir jetzt hier am Strand sitzen und aus der Schachtel essen. Weil Platz gab es leider keinen mehr für uns. Naja, wir hoffen, das Video hat euch trotzdem gefallen. Die Pizza schmeckt nämlich auch hier sehr gut. Und dann gibt es noch einen Ausblick über den See. Daumen nach oben nicht vergessen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Bis bald. Tschüss. Whoa.